Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. So, wir haben jetzt wieder 10 Uhr morgens und ich gehe natürlich erstmal wieder shoppen. Ah, Geld ausgeben ist doch was Tolles. Entschuldigt. Oh! Oh! Neues Fenster und ein kleiner Einen schönen Tag noch! Ja, nice. So, wisst ihr, was ich nämlich damit vorhabe mit diesen Schränken und so weiter? Sei gegrüßt, Nachbar. Oh, das ist auch ein schönes Fenster. Ein Provinzfenster, wie cool. Freundlichen Dank. Oh, da haben wir noch einen Stuhl und einen Fliesenboden. Hallo. Erdbeerschokoladenbonbon-Fliesenboden. Ach, das klingt doch toll. Das nehme ich auch mit. Auf Wiedersehen und bis bald. Einen schönen Tag noch. Und ich nehme noch diesen gepolsterten Esszimmerstuhl mit. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe, aber egal. Nehme ich mit. So, was haben wir hier? Bild. Okay, das... Wow, jetzt hat sich das Spiel schon wieder fast aufgehängt. Du bist ein Trost für meine Augen. Okay. Danke, dass ich nur der Trostpreis bin. Oh, was... Oh. Habe ich das schon? Hallo. Rapunzel Launchkissen. Wartet mal, Leute. Ich muss mal ganz kurz zu Dingens hier, zu Rapunzel. Ich muss mal gucken, ob ich dieses Launchkissen schon habe. Ich vermute eher nicht. Rapunzel, wo bist du? Da. Nee. Ha, wird mitgenommen. Sei gegrüßt, Nachbar. So, perfekt. So, die anderen Sachen, die will ich nicht haben. So, dich habe ich schon zur Genüge. Was haben wir denn hier? Habe ich schon diesen Rock? Hallo? Violetta Süßigkeitenrock. Wartet mal. Ich muss auch nochmal da gucken. Es tut mir leid. Bei Ralf Reichts war das, ne? Also Ralf Reichts hat echt tolle Sachen eigentlich. Also auch Möbel und so. Ja, den habe ich schon. Gut, dann will ich den nicht nochmal haben, weil doppelt ist blöd. Du bist irgendwie nicht schön. So eine Entengrütze. Hier kommt Regen. Freundlichen Dank. Es ist schon Regen da, lieber Dagobert. Einen schönen Tag noch. Auf Wiedersehen und bis sonst bald. Sei gegrüßt, Nachbar. Ach komm, wir nehmen die jetzt auch nochmal mit hier. So. Freundlichen Dank. Das ist jetzt auch... Hallo. Süßigkeiten-Rennfahrerhelm. Okay. Oh, 10.000. Ach komm, nimm ich mit. Scheiß drauf. So, okay. Was haben wir hier noch? Sei gegrüßt, Nachbar. Ein No-Name-Anzug. Okay, ein klassischer roter Smoking. Gut. Raus. Geh raus. So, wunderbar. Okay, so dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ganz kurz. Wartet mal, ich wollte mal ganz kurz was gucken. Nee, alles gut. So, Leute, das Ding ist, das hat Palmen, ne? Ist das wirklich für den Strand gedacht? Also ich weiß ja nicht. Aber das hat Palmen. Wo habt ihr denn eigentlich... Ich finde den eigentlich hier ganz optimal. In diesem Biom. Aber Strand? Ah, ich weiß nicht, Leute. Wo habt ihr denn dieses Haus zu stehen? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Das ist von Erik, ne? Das Haus. So. Leeres Fläschchen, ja, nehme ich 10 mit. Ich habe ja schon davon ganz viele, aber egal. Okay, die Steine nehme ich jetzt nicht mit, weil die verkaufe ich auch zur Zeit selber. Ja, ich weiß nicht, dass... Also, ich finde nicht, dass das an den Strand gehört, wenn ich ehrlich bin. So, dann werden wir hier mal aufräumen. Und dann mache ich am Strand weiter.
brauche eher meine Schaufel. Weil hier sind nämlich ganz viele Holzstumpen, Baumstumpen stehen. Warte mal, wir gehen mal auf die Seite erstmal. Ja, wir machen alles hier Schritt für Schritt nach und nach. So. Ich sammle jetzt auch nur die ein, die ich ausgrabe sozusagen. Genau. Haben wir hier noch irgendwas? Da ist noch was. Oh, da ist eine blaue Kiste. Sehr gut. Jetzt habe ich schon wieder keine Internetverbindung. Das ist doch echt nicht wahr, oder? Wartet mal. Verbinden. Also ich habe schon eine Internetverbindung, aber irgendwie das Spiel macht es manchmal nicht wirklich mit. Ja, danke dir. So, jetzt ist es da. So, immerhin ein paar Mondsteine. Perfekt. Oh, hier ist noch ein großes. Vielleicht ist ja da auch eine Kiste mit drin. Das kann nämlich passieren bei diesen großen. Dann hier nochmal. Oh, da ist noch eine Kiste. Guck mal da hinten. Wie, nee. Du hast sie graben, junge Frau. Okay. Hier. Und dann einmal hier. So, dann hätten wir das auch. Seht ihr mal, dann habe ich wieder 100 Mondsteine verdient. Und die sollte man sich auch immer mitnehmen, weil, denn wenn man sich welche leisten will, dann muss man dafür ja echt das Geld ausgeben. Und dazu sind ja die meisten ja auch nicht bereit, ne? So. Einmal das weghauen hier. So, ich weiß jetzt auch heute gar nicht, wo die Nachtdornen sind. Vielleicht sind die ja am Strand oder so. Mal schauen. Das kann ich aber dann offscreen machen. Das muss ich ja nicht alles mit euch machen. So. Hier ist auch noch was. Zum Wegholzen. Zum Wegholzen. Zum Wegsteinen, meine ich. Da ist doch was im Holzen. Okay. Das da. Oh, da liegt noch ein Überbleibsel von irgendwann. So, da ist auch noch ein großes. Oh, hier ist noch ein Stein. Wartet mal, den machen wir erstmal. Da ist noch ein kleiner Felsen gewesen. Ja, das sind so Sachen, die man täglich machen kann, natürlich, ne? Und auch vielleicht sollte. So, wollte ich jetzt noch irgendwas wegmachen, was ich gesagt... Ja, da hinten, ne? Genau. Was ich natürlich oft nicht machen kann, weil ich die Zeit einfach nicht habe, aber... Wenn ich mal keine Lust auf eine Aufnahme habe... Und ich jetzt sozusagen auch keine benötige... dann mache ich das auch ab und zu mal. Wenn es die Zeit hergibt, ne? So. Weil hier, wo ich eigentlich in der letzten Folge angefangen hatte, Dinge hinzustellen, aber ich werde jetzt hier erstmal wieder aufräumen, soweit es geht. Und zwar mit der Spitzhacke. Ich müsste noch ein paar Schneemänner bauen, ne? Ich habe noch nicht alle gebaut. Also die Wolke ist auch absolut niedlich.
weg mit dir. So. Einmal das noch weg. Na, Anna, alles in Ordnung? Genau, ich habe jetzt natürlich erstmal alles willkürlich hier hingestellt, ne? Um zu gucken, was ich jetzt sowieso für dieses Gebiet alles besitze. Und das ist nicht wirklich viel. Aber das sollte mich nicht weiter stören, sag ich mal. Also jetzt gehen wir mal ganz kurz in die sonnige Ebene. Oh, hier ist auch wieder eine ganze Menge wegzumachen. Aber ich habe jetzt auch in den eisigen Höhen habe ich jetzt auch keine Kiste gesehen, ne? Ah, hier ist eine drin. Guck mal, eine goldene. Wunderbar. Ein Möbelbeutel. Ah, oh, ist das schön. Ich finde Möbelbeutel toll. Welche Beutel mögt ihr denn am liebsten? Es gibt ja, ne, diesen Geldbeutel. Also Geld, ne, ganz normal. Dann gibt es ja die Kleider. Den Kleidungsbeutel. Und es gibt, Möbel. Und natürlich die Sternenmünzen. Könnt mir gerne auch mal schreiben, was ihr so gerne mögt. Also ich mag, wie gesagt, die Möbel. Kleidung, ja, wäre, glaube ich, an zweiter Stelle. So, jetzt brauche ich erstmal hier die Gießkanne. Ich habe das natürlich alles zu Anfang ganz schön vernachlässigt. Hier die Sachen immer zusammen und so. Aber jetzt merke ich auch, dass es irgendwo ein Fehler war. ach, herrlich. So komme ich da ran? Ja. Okay. Dann gehen wir hier mal weiter. Sollte ich jetzt nicht großartig weiterkommen mit dem mit den eisigen Höhen, dann mache ich das eben ab der nächsten Folge, ne? Wow, aber hier ist aber auch viel. Da seht ihr mal, dass ich das wieder mehrere Tage nicht machen konnte. Und irgendwann nimmt es dann halt überhand. So, Sternenfrucht. Dankeschön. Dreamlight-Frucht, meine ich. So, wir machen jetzt erstmal hier diese Dinger. Oh, da ist noch eine goldene Kiste. Ach, ich werd ja verrückt. So. Wartet mal, vielleicht könnte ich das ja mal... Ja, wartet mal, ich werde das mal als Handybild machen. Handybild. Sehr gut. So. Dann habe ich es nämlich auch mal getan. Nee, ich die Gießkanne, ich brauche die Schippe. Oh. Kriege ich wieder einen Möbelbeutel, bitte? Nein, das waren jetzt Münzen. Ah, ich habe schon wieder keine Ausdauer. Das Haus, ne? Stellt euch mal vor, ihr würdet in sowas wohnen. Da sind nur Blumen. Einmal da noch. Schaffe ich noch einmal hier das zu graben? Bevor gar nichts mehr geht. Komm, wir werden mal hier ein bisschen sammeln. So. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, aber von hier. Und dann öffnen wir auch gleich noch meinen Möbelbeutel. Ich bin mal gespannt, was drin ist. Wahrscheinlich schon etwas, was ich gar nicht haben will. Beziehungsweise auch gar nicht brauche.
Stitch. So, los geht's, wir gucken nach. Ja, es ist ganz oft, dass man immer eine Küchendingens kriegt. So, dann iss mal die Pilze, damit du mal hier wieder zu Kräften kommst. Meine Sandwiches will ich nicht essen. Und ein bisschen Kakao. Dann nimmst du noch ein paar Kirschen. So, und voll bin ich. Sehr gut. Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Was für ein perfekter Tag. Ja, finde ich auch, Vajana, finde ich auch. So. Oh, hier sind die Nachtdorn diesmal. Ach du meine Güte. Nimm mal die Skalle aus die Hand. So, jetzt warte ich nur darauf, wo die Nachtdorn ist, wo ich dann die Kiste bekomme. So, dann erstmal hier wieder die Sternfrucht, die Dreamlight-Frucht nehmen. So. Okay, hier war es auch nicht bei. So, das da. Oh, hier ist eine grüne Kiste. Auch willkommen. Geld braucht man auch. Oh, noch eine grüne Kiste. Wow. Ich werde hier heute beschenkt. Sehr schön. So, hier ist nichts. Nichts, was ich jetzt zerstören müsste. Hier ist noch eine Nachtdorne. Und da, wartet mal, ich nehme erstmal die hier. Gut. Okay, die hat auch keine Münzen zum Jagen, aber hier wahrscheinlich jetzt, oder? Nee, auch nicht, Gott sei Dank. Weil hier wäre es jetzt schwierig geworden. Ey, ich habe hier auch noch eine blaue Kiste. Was ist denn heute hier los? So. Das. Hier ist nichts weiter. Also ich freue mich ja schon auf das Juni-Update, weil dann wird das hier endlich mit dem Kürbis weitergehen. So, aber heute war hier nichts zum, ne? Hinterherjagen. Oh, oder die hier. Nein, auch nicht. Okay. Gut, entweder ich habe das nach Dorne übersehen oder heute war hier wirklich nichts zum Jagen. Gut. Hallo, Wally. Okay. Okay, so jetzt ist die Folge eigentlich wieder fast vorbei, ne? Ha. Na gut, dann gehen wir wieder hoch in den eisigen Höhen und dann fange ich jetzt weiter an. Jetzt mache ich hier halt erstmal weiter. Nicht fange, ich mache hier weiter. So. Und schauen wir mal, wie ich das jetzt hier alles Dingens mache hier. Warte, erstmal hier das einsammeln. Weil die sonst wieder stören könnten. So, jetzt habe ich mir auch die ganze Zeit schon überlegt, welchen Zaun ich gerne haben würde wollen. Weil ich würde dieses Schloss natürlich so ein bisschen einzäunen wollen. Aber es gibt leider nicht so wirklich, naja, so ein Zaun für Bogen und Schlösser, ne? Und ich weiß nicht, ob dieser Stadtzaun passen würde. Wisst ihr, was ich meine? Und zwar dieser hier. Ich könnte auch vielleicht diesen hier benutzen. Wenn ich dann sehe, was ich hier tue. Vielleicht muss ich... Wartet mal, ich werde erstmal... Moment. Ich werde jetzt erstmal hier doch die Bäume wegnehmen. Ihr stört mich ein bisschen. Nee, das ist mein Dreamlight-Baum. Den lasse ich. Kommt auch mal weg.
So. Sehe ich nämlich ein bisschen mehr. So, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Mal gucken, wie es aussieht, ne? Also, der würde so aussehen. Jetzt habe ich hiervon aber nur zwei. Der sieht so aus. Und wie gesagt, dann hätte ich ja halt diese noch, ne? Diesen. Ja, es ist schwierig, glaube ich. Aber mir würde tatsächlich, glaube ich, eher der hier gefallen. Aber ja, hätte der jetzt eine andere Farbe, dann wäre der natürlich auch toll. Ihr könnt mir das ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben, ja? Welcher Zaun doch der bessere wäre. So. Die anderen passen so mal gar nicht, ne? Metallspießzaun. Wobei, wartet mal. Naja, der sieht ein bisschen demoliert aus, ne? Ja, wobei, der könnte aber auch gehen. Trotzdem. Ach, ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, meine Lieben. Ich bin so unentschlossen. Kennt ihr das Problem? Ja, ne? Ihr kennt das. Gut, dann mache ich erstmal hier die Wege weiter, ne? Die Wege. Wovon ich auch nicht mehr so viel habe. Jetzt stört dann natürlich wieder die Blume. Ist das zu fassen? Wie gut, dass man die einfach nur verrücken kann. So. Erstmal verbinden. Das war jetzt weit. Ja, ja, genau. Okay, jetzt habe ich da einen Fehler gemacht. Aber ist nicht schlimm. So. Einmal so und einmal so. Okay, dann hätten wir das. Ich habe nur eine Bank, ne? So, wartet mal. Haben wir denn so eine Hecke mit Schnee? Ich glaube eher nicht, oder? Ich weiß noch nicht so genau, was ich baue, aber ich baue erstmal. Achso, wartet. Jetzt muss das Schild ein bisschen weichen, ne? Ich stelle es erstmal hier hin. So. Das. So, okay. Mhm.
Ja. Ich weiß nicht, ob das mir gefällt, um ehrlich zu sein. Hatte ich nicht irgendwie... Tatam. Habe ich hier nicht eine Kochstelle gehabt? Ich bin mir jetzt da gar nicht sicher. Gab es hier eine Kochstelle in den eisigen Höhen? Der Brunnen sieht so hammer aus. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Der sieht so hammer aus. Eigentlich müsste ich mir noch mal so was hier holen, so eine Holzbank. Vielleicht sollte ich das auch noch mal machen. Ich glaube, ich sollte das noch mal machen. Dagobert, wir müssen einmal zu dir in den Laden. Und vielleicht hole ich mir auch noch mal diesen Brunnen und so. So, Dagobert, komm mal runter. Sei gegrüßt, Nachbar. So, ich will was bestellen, genau, und zwar Möbel. Und ich hätte gerne... Finde ich die überhaupt bei Sitzmöbel? Nee. Wartet mal. Alles, ich filter mal. Ich gehe jetzt auf die Eiskönigin, genau. Dann machen wir das nämlich so. So, da. Ich nehme mal 2 mit. Zwei, so. Oh, die Wolke kostet echt 20.000. Oh mein Gott. So, der kostet 8.000. Nehme ich auch nochmal 2 mit. Wartet. Und dann nehme ich vielleicht doch nochmal eine Wolke, ne? Oder sollte ich das erstmal lassen? Ach ja, ich weiß nicht so genau. So, mehr habe ich eigentlich auch gar nicht für den Außenbereich. Ich habe noch nicht so viel gesammelt. Ist ja echt übel. Na gut, dann belasse ich das erstmal so. Freundlichen Dank. Sehr gerne, Dagobert. Achso, ich muss erstmal raus, sonst kann ich ja gar nicht porten. Wartet mal. Ich bin ja schlau. Ich kann ja mich nochmal voll essen. Genau, und dann nehme ich jetzt hier nochmal so ein. Und so ein. Haha, und jetzt kann ich nämlich auf die Schnelle diesen hier machen. Wieder ein bisschen gleiten. Das mache ich eigentlich auch viel zu selten, ne? So. Perfekt. So, und jetzt kann ich auch ein bisschen schneller laufen. Hat ja auch was. Gut. So, dann einmal. Auf alles. Eiskönigin. Und schon kann ich es da hinsetzen. So, ich mache das auch am besten mit so einer Lücke, ne? Damit wir da reinlaufen können. Ich
hatte mir eigentlich überlegt, hier so tatsächlich hier so eine... so eine Viererecke zu machen. Aber eine Zweierecke ist eigentlich auch schön. Okay, wartet mal. Wege. Ich weiß auch nicht, wenn ich da jetzt einen Zaun hinstellen sollte. Hier am Schloss. Ich glaube, das sieht jetzt wieder zu viel des Guten aus, ne? Ja, das gefällt mir nicht. Du kommst weg. So. Mittig ist das Ganze auch wieder nicht. So. Ein Moment, ich habe hier einen Fehler gemacht, sehe ich gerade. Nein, das war schon richtig so. Genau. So, jetzt ist es mittig. Jetzt wird ein Schuh draus. Jetzt überlege ich, ob ich das alles aus Stein mache. Ich meine, die Leute kriegen ja sonst kalte Füße, oder? Ja, sag mal. Wartet mal, ich probiere es einfach mal. Ich kann es ja wieder entfernen. Huch. Ja. So, dann hier runter noch. Genau. Da lang und hier lang. Ja, ich glaube, ich sollte das auch so machen, ne? Ein bisschen habe ich ja noch von den Böen. Also von den Wegen. Habe ich das jetzt dahinter gemacht? Ich glaube, ne? Noch ein zweiter, genau. So. 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 Und so. Das Viereck hat gesprochen. Hoppala. Ja. Ich mache jetzt nochmal diese Büsche. Oder wartet mal, ich guck mal nach Büsche oder Bäume. Wartet mal. Was haben wir denn für Bäume,
die so schön nach Schnee aussehen. Haben wir da ein bisschen was? Toter Busch. Genau, diese hohen haben wir hier. Ah, die sind mir gerade ein bisschen zu hoch. Ach, so eine Tanne würde doch auch schön... Jetzt passt es da nicht hin, ne? Ich krieg eine Krise. Die Tanne wäre aber toll. Ah. Und schon muss Fanny wieder umbauen. Ist ja echt nicht wahr. So, mach dich mal hier weg. Genau. Ihr kommt auch weg. Dann kommt das nochmal weg. Oh, ich will die Tanne. Ja, ich will die Tanne. Die Tanne finde ich schön. Oh ja, guck mal. Aber ich muss natürlich das Schild jetzt aus dem Weg nehmen, ne? Das passt jetzt natürlich wieder nicht hierhin. Ach ja. Dann einmal dahin erstmal. So. Genau. Das mache ich jetzt auch mal weg, weil das ist jetzt hier ein bisschen fehl am Platz. Au, wie schön. Au, doch, die Tannen, die gefallen mir sehr, sehr gut. So, und in Sachen Zäune. Was nehme ich da bloß? Ich weiß gar nicht, was kosten die mich eigentlich. Was habe ich denn jetzt da gemacht? Moment. Nee, das wollte ich so gar nicht. Geh mal weg. Mehr habe ich auch gar nicht. Das ist sozusagen der Schloss, das Schlossgarten. Der Schlossgarten? Oh mein Gott. Ja. Also mit dem Zaun weiß ich das noch nicht. Meine Lieben, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich tun soll. Ich bin verzweifelt. Aber ich möchte auch mal andere Zäune benutzen. Nicht immer dieselben, wisst ihr? Ah, schlimm. Aber das mit den Tannen gefällt mir richtig, richtig gut. Und ich finde den Brunnen toll. Guck mal, dann kann man sich hier hinsetzen. Und das Leben genießen. Oh ja. Oh Mann. Ja. Nimm mal deine Hacke aus der Hand. Ist ja schlimm. Ja, also wie gesagt, mit den Zäunen schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, ja, beende ich die Folge für heute. Vielen lieben Dank, meine Lieben, fürs Zusehen. Ich habe hier gar keine Werkbank hier oben, ne? Nee, habe ich nicht. Egal, müsste ich denn irgendwann bauen noch, damit ich denn hier oben immer bauen kann und nicht immer runter muss oder so. Genau, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Also das mit den Tannen finde ich hier sehr, sehr nice. Auf jeden Fall. Und ja, in der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.